Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon eine Kaffeemühle zum Testen bekommen. Schauen wir uns das Teil mal an. Es ist eine sehr, sehr gute Kaffeemühle, also eine handbetriebene Kaffeemühle ist es, eine klassische, wie es früher auch gab. Es ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, es ist nicht so schwer, es ist schon ein bisschen leichter. Und es ist von der Verarbeitung optimal, finde ich. Also es ist pulvergeschichtet oben. Und hier unten hat man so kleine Fensterchen, damit man das Kaffee auch innen sehen kann, wie viel Kaffee man da gemacht hat. Das kann man wirklich sehr gut kontrollieren. Und hier hätten wir so einen Hebel zum Drehen mit Holzstück hier am Ende. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Qualität. Also es ist kein dünnes Metall, sondern wirklich ein dickes Metall, das man nicht verbiegen kann. Also die Qualität ist wirklich sehr gut, finde ich optimal. Und hier unten innen ist ein Keramikmalwerk. Das kann man einstellen, also wie grob und wie fein, indem man hier das kleine Rädchen hier dreht. Und so mehr man das nach rechts dreht, umso grober wird es, umso mehr man das nach links dreht, umso feiner wird das Kaffee gemahlen. Also von der Qualität ist hier ist es wirklich sehr, sehr gut. Es ist sehr gut verarbeitet. Es ist nichts Negatives daran zu finden. Okay, eine Anleitung ist vielleicht nicht dabei, aber da braucht man nicht sehr viel Anleitung. Es ist bloß eine Einstellung hier unten innen drin, dass man nach links oder nach rechts drehen kann. Das war schon. Und finde ich super gemacht. Und hier oben kann man jetzt auch machen. Das mache ich dann jetzt mal auf. Da kommt der Kaffee rein. Und das wird dann hier oben reingesteckt. Und das einfach hier oben drauf auch. Und schon kann man dann da drehen. Ja. So, jetzt habe ich da hier oben aufgemacht. Es ist auch sehr, sehr einfach. Also es ist nicht schwer. Man muss da nichts rumdrehen oder was. Das wird einfach oben hier gesteckt, drauf gesteckt. Es ist nur gesteckt, es ist nicht mehr. Und man kann das dann raus tun. Also mit einer Hand geht es natürlich ein bisschen schlecht. Ja. Und da kommt dann Kaffee rein. Und das war es eigentlich. Man kann da schon drehen. Und da kommt Kaffee. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und Kaffee wird auch sehr, sehr fein gemahlen oder sehr grob gemahlen, je nachdem, wie man das Rädchen hier unten das einstellt. Und wir haben das gemacht, wir haben das benutzt. Und hier sieht man das gemahlene Kaffee da. Das ist jetzt ein feiner Kaffee. Und da sieht man jetzt fein und grob, also die Einstellungen. Und ich finde es top eigentlich. Also ich finde, die Qualität stimmt 100%. Ich habe nichts Negatives gefunden da. Ich kann da nur mit 5 Sternen bewerten. Also weil aus dem Grund, es ist sehr, sehr gute Qualität. Es ist sehr, sehr gut verarbeitet. Es macht einen ganz groben Kaffee. Es macht einen ganz feinen Kaffee. Es macht einen mittleren Kaffee. Und ich bin sehr zufrieden damit. Und deshalb 5 Sterne von uns.